Krass. Das ist ein Steinriese. Oder was ist das? Wo fängt das Monster an? Wo hört es auf, ne? Oh, ich find's krass, wie die uns mit den Augen verfolgen. Aber was ist das? Oh, war mein Stuhl. Was das da für vorne sein soll? Sind das Zähne? Von welcher Seite kann man den betrachten? Hm. Oh Gott. Ey, da geht er mal. Lauf doch mal den St. Oh, Alter, die Alte regt mich auf. Alter, die haben gerade gekämpft, ne? Einfach runtergeboxt. Oh ja. Ich versuche mal ein bisschen zu schleichen, ein bisschen sneaky zu sein. Ich verstehe. Oh Gott. Du hast uns ja gar nicht gesehen. Wir waren noch leise. Arschloch. Oh Mann, ey. Wir waren noch so leise. Egal. Hier ist das Riesenauge. Speicherpunkt ist gesetzt. So, jetzt können wir uns, glaube ich, nochmal den Kampf angucken. Ich renne einfach dran vorbei. Boah, das war meine Chance. Wir konnten den Kampf sehr gut beobachten. Sehr schön. Aber auf jeden Fall habe ich dafür wieder eine Errungenschaft bekommen. Das ist schon mal was Gutes. Und schon wieder eins dieser Schlösser. Unseren Weg jetzt weiter. Suchen unseren Sohn. Wenn wir es wirklich schaffen, das werden wir dann sehen. Espen, mein Sohn. Ich werde dich finden. Mein geliebter Sohn. Ich liebe dich so sehr. Entschuldigung. Nur ist ein Troll hin.
la 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 la. Es bin mein Sohn. Oh, das war so schön, oder? Das war... Julie Woods. Es bin mein Sohn. Gesungen von Zarion. Ach komm, Mann. Ein bisschen locker sein. Das tut auch mal ein bisschen gut. Ja. Da ist er, oder? Nee. Der ist weg. Und hier stehen die Tore offen. Ach du meine Güte. Und dann das wieder so ein blödes Tor. Es bin mein Sohn. Oh, Quatsch. Spätestens jetzt haben alle abgeschaltet. Oh, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Wie weit trägt denn dieser Eric Aspen? Das kann doch nicht sein, dass der jetzt hier... Oh, da sind wir bald beim Ende. Eric's house. Maybe Aspen's inside. Oh, ein Laserschwert. Wir kommen in der Zukunft. Warum liegt hier ein Laserschwert? Hä? Alter, ist das hier die Höhle, wo Luke Skywalker von der Decke hängt? The cave was something from a nightmare. Toys and clothes. Strewn on the ground. Treasured items of 100 children, more. Cast away like wrapping paper. It was a tomb. A sepulcher. The terror these children must have felt. The confusion. Their only comfort torn from them. I knew then I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. Das Grabmal der Kuscheltiere. Krass. Warte mal, ich geh mal kurz nochmal raus. Das ist der Wolf. Ich guck mich jetzt mal kurz nochmal hier um. Mom! Oh, Aspen! Yes, I found them, little man. Are you okay? Did he hurt you? Mom, I'm fine. You're sure? Yes. Okay. Come on, we have to get out of here right now. Mom. He could be back in a minute. I think we just have to run. Mom! Don't want to get cornered in here. Mom, listen to me! What? We have to go. Mom, I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left the trail for you so I could say goodbye. Aspen, you don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try to... I know, Mom. I know what he's gonna do. And what I have to do. Aspen? He's coming. Quick, hide! You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy, nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children. They are chosen. They must come.
Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They shouldn't decide if they live or die! You lie to them! You lured them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't Mom, you touch him! Mom, it's okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Espen? Oh, bastard. Ich glaube, wenn er in der Macht ist, einen Troll zu töten und zu enthaupten. Scheint jetzt sehr dampfstark zu sein. Ist eine Falltür. They're gone. Wie sieht sie jetzt aus? Warte, ich mal sie kurz mal angucken. Oh, schönes Pfeilchen. Einen übelsten Seitwärtshaken hat sie richtig abbekommen. Ah, sie hat die Deckung einfach nicht oben gehabt. Es ist klar, dass sie dann so eine Ränge bekommt. Aber erstmal werden wir hier lesen. Ich bin gespannt, was sein Schicksal hergibt. Bifrost, Eriks Tagebuch. Heute Morgen konnte ich kaum in den Spiegel sehen. So sehr ergeht mich der Gedanke an meine Aufgabe an, dass ich kaum essen kann. Diese vergangenen Jahre so lange. Väter und Mütter verstecken ihre Kleinen vor mir, je näher der Zeitpunkt rückt. Doch ich finde immer eines, egal wie weit ich gehen muss. Versteckt in einem Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und nehme sie mit. Auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig und Fenrir weigerte sich, einen Ersatz zu akzeptieren. Es schien alles verloren. Nur Bifrost blieb noch. Sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Sie brach zusammen, doch Teile von ihr können immer noch dazu genutzt werden, um die Ebene zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf ein Stück und folgte ihm hinüber zu einem anderen Ort. Irgendwo anders. Und dort fand ich ein Kind. Kinder. Mehr Kinder, als Fender jemals begehren könnte. Ich brachte diese Kinder über Bifrost zurück und der Wolf war besänftigt. Einem anderen Ort, Eriks Tagebuch. Doch er durchschaute meinen Betrug. Er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes enthüllt hatte. Und er verlangte mehr. Immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von dem Versteck, von der versteckten Welt. Mit meiner Reise dorthin habe ich alles in Gefahr gebracht. Doch hatte ich eine Wahl? Ich kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich sehe ihre Gesichter, ihre roten Augen und Tränen verfolgen sie mich. So sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich breche unter der Last ihres Schreckens zusammen. Götter, so helft mir. Fuck yourself, Eric. Better take that key. Torschlüssel, andere Geschichte. Ich mag die Geschichten irgendwie. Sind zwar irgendwie ein bisschen lang, also viel, aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Irgendwie lese ich die gerne vor. Obwohl ich ja sonst eigentlich immer einer bin, der gerne so ein Lesen überspringt. Warte mal, da ist noch eine kleine Hütte, da gehe ich nochmal schnell nachgucken. Haben wir hier noch irgendwas wie da? Der Wolf, Eriks Geschichte. Aber der Fenriswolf folgte uns, um unseren Zufluchtsort zu verschlingen. Er und Vida lieferten sich einen erbitterten Kampf, bis Vida geradewegs in das Maul des Wolfes trat und ihn beim Kiefer packte. Die Prophezeiung sagte voraus, dass Vida den Kiefer des Wolfes in zwei brechen und so besiegen würde, aber er war zu schwer verletzt, zu erschöpft von der Schlacht. Er rief der Beste zu, »Genug! Füge diesem Land keinen Schaden zu, verfluchter Wolf. Lass uns einen Pakt schließen. Du sollst bekommen, was immer du willst. Lass nur dieses Land in Frieden.«
Geht's hier lang? Hier geht's weiter. Aber ich will nochmal ins Maul da rein. Bis zum Ende laufen. Mal gucken, was uns hier drin erwartet. Bis am Ende. Vielleicht kann sein, dass da der Wolf ist. Oder irgendwas anderes. Okay, hier ist nichts. Alter.